Hallihallo und willkommen, willkommen! So, wir machen erstmal einen Fight. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen bei den Bugs. Weil AK ist ja immer noch total verbuggt, ne? Das ist den Leuten gar nicht, glaube ich, bewusst, warum Kabam abgebrochen hat. Und Kabam hat zwar abgebrochen, aber die haben es immer noch nicht auf die Reihe bekommen. Jawohl! Und es ist doch so schlimm, wenn Kabam nichts auf die Reihe kriegt. Aber prahlen tut mit. Geil, neuen Missionen, Geschenk-Events, what auch immer. Naja, ich habe schon immer geahnt, dass Kabam es hoffentlich nicht auf die Reihe bringt. Und das war ja schon immer das mit Kabam. Ja, das große Dilemma. Ja. So. Oh, jawohl. Und das ist das Problem, was wir haben. Ja, dass Kabam einfach Neues beginnt und das Alte nicht beendet. Und das ist für mich nichts mehr Neues, dass Kabam verbuggt ist. Ne? Wenn immer wieder mal ein Video, so ein kleines Tagebuch-Video, extra für Kabam. Man weiß ja nie. Ja, wir haben AK, Session is off. Was war das nochmal? Session ist off und ist das Schöne dann, wenn die Session off ist. Da kann man ganz relax entspannen. Ach genau, dann nehme ich mir mal einen kleinen Buffy. Nicht Buffy, sondern zusätzlichen Booster. Ne, den kann man immer brauchen. Ja Leute, die Belohnungen kommen dann, wenn sie kommen. Und es gibt einige, die die Allianz gewechselt haben wegen dem Geschenk-Event, die Bestrafung und Kabam, also habe ich jetzt ein bisschen meine Quelle mitgehört, wird tatsächlich so wie letztes Jahr in meisten Fällen das machen und es gibt so viel Shitstorm, wenn die dann da sagen, okay, verdammt scheiße, wir sind ein bisschen streng gewesen und die mussten doch wechseln, weil es gab manche, die unzufrieden waren und oder manche haben Polacke kann wieder nicht drehen, ne? Deutsche Sprache, schwere Sprache, fusioniert. Und deswegen denke ich mal, wird da auf jeden Fall schon noch Kabam, wenn es nach dem Jam Sweetman geht, ein bisschen entspannter und die AK-Belohnung auch beim Wechseln müssten dann auch erhalten werden. Ich glaube fest daran, aber ich weiß doch auch ganz genau, ne, wie Kabam funktioniert und deswegen wegen ein paar Bugs, wie jetzt gerade eben, dass ich nicht mich nach hinten bewegen konnte, werden wir doch nicht alle deswegen aufgeben. Irgendwann in 1000 Jahren wird ja Kabam es beheben. Ne? Vielleicht in 500 Jahren, dann gibt es uns zwar nicht mehr, aber da irgendjemand tippt dann auf die Tastatur und sagt sich, oh ja, ich hab's behoben, ich hab den Bug gefunden, jawohl. Ehrlich. Machen wir schon lange nichts mehr aus Kabam. Ich weiß, warum das so ist im Hintergrund. Es gibt verschiedene Faktoren, warum die so handeln. Und die haben sowieso nichts zu melden. Ist sowieso alles nicht Marvel. Und unter dem Decknamen Kabam. Es wird immer schon so sein. Und die Leute werde ich jetzt nicht aufklären, was Marketing ist, was interne Käufe sind, was wirklich dann in internen Ablauf, weil es macht ja keinen Sinn. Die haben auch wieder zu viele Idioten oder Hater, wobei meine Hater liebe ich am meisten, die dann sagen, ne? Weil die keine Ahnung haben, wie das halt ist. Was sollen die wissen? Ja. Wenn man halt eben den ganzen Scheiß gelernt hat, ja, so richtig intern gelernt hat, alles zu erfahren hat, wie das ganze Universum aufgebaut ist und den ganzen Scheiß wirklich erfahren hat, dann ist das was anderes. Meist Menschen können sich gar nichts vorstellen. Wenn man nein, nicht! Wieso geht dieser Button nicht nach hinten? Naja, ist nicht so schlimm. Ja, die meisten Menschen können sich halt nichts vorstellen. Denken sich, ach komm, hör auf, ne? Kann doch nicht sein. Und was der da labert, ist Arschgesicht, der Polackensfeindchen, Hurensohnkind und so weiter und so fort. Ja, ist aber so. Und weil die meisten keine Vorstellungskraft haben, wie das Ganze
funktioniert und nur die Thesen, Theorien haben, kann ich mir nicht immer Mühe geben und noch eine Anleitung machen, wie das alles aufgebaut ist, die Matrix. Ist mir einfach zu langwierig. Die Leute, die mich verstehen, die werden es verstehen. Ja, und die Leute, die nicht verstehen, werden es halt nicht verstehen. Einfach ist das. Wie sagen die Ärzte, die Band, lasst doch die Leute reden. Idioten gibt es genug auf der Welt. Hauptsache, die Leute, die einen wirklich persönlich kennen oder länger einen kennen und wissen, er hat es bewiesen, kennt sich daraus, er weiß, was er sagt. Ne?